Ja, moin Leute, willkommen zurück auf meinem Kanal zu einem weiteren Apex Legends News Update. Gerade eben kam der Trailer, der Launch Trailer zu Season 7 raus und er ist einfach der absolute Wahnsinn. Ich habe ihn gerade wieder gestreamt mit einer Menge Zuschauer. Danke nochmal dafür, für alle, die mit dabei waren. Ich zeige euch den Trailer jetzt nochmal, dann gibt es eine kleine Analyse und zum Schluss möchte ich euch noch zeigen, wer aller Voraussicht nach relativ weit zum Start von Season 7 schon mit einem Town-Takeover-Event, welche Legende dort im Mittelpunkt steht. Viel Spaß jetzt bei dem Trailer, dann gibt es die Analyse und dann die Legende rund um das Town-Takeover-Event. Viel Spaß jetzt bei dem Trailer, ist wirklich der absolute Wahnsinn. Oh man, that thing is giving us a really nice glow. Oh, come on, dude, you're always crowded. That was gonna be the money shot! Stop fooling around with yourself, yeah? Thanks to you, all my crap's on that ship. Yeah, well, that was the plan, right? Okay, new plan. Follow the rocket. Hey, that's all yours. Wait, what? You don't know how to fly? Do you? Do you? I know how to fly. Bloody hell! Bath, can you track the jump signature? I can. Go me! Right. Are you ready for this? Am I ready? ready for what? Hey, not too shabby. They dropped me off at the Lido deck. I'm late for my massage. What is that? Maybe it's the welcome committee. Light on his feet, is he? Olympus Arena. Looks like the game's afoot. Oh, you might need this. So much for my day off. Chew on this, Jack! Daisy, you got a little something there. Hier möchte ich gleich mal eine Behauptung loswerden. Ich denke, dass zum Start von Season 7 World's Edge erstmal für eine Weile nicht spielbar sein wird. Ich gehe davon aus, dass rund um die Rakete dieser ganze Spot ganz schön zerstört sein wird. Und ich glaube nicht, dass wir gleich zum Season 7 Launch wieder auf dem World's Edge spielen können. Das sollte klar sein. Kings Canyon ist natürlich weiterhin mit dabei. Er fliegt halt lediglich nur aus dem Ranked-System. Ich zapp jetzt einfach mal zu den wichtigsten Stellen, damit das Video nicht unnötig in die Länge gezogen wird. Hier haben wir, wie in Season 3 Manier, als wir das erste Mal World's Edge aus dem Schiff aus in dem Trailer sehen konnten, genauso passiert das auch hier in diesem Trailer. Das ist die Draufsicht von Olympus und ich muss sagen, mich hat die Optik absolut geflasht. Die Map sieht sehr, sehr groß aus, sieht vielleicht nicht größer als World's Edge aus, aber ich denke, dass der Schein auch täuschen kann. Oder die Optik täuschen kann.
Ich zeige euch auf jeden Fall gleich noch ein Bild von allen Spots, wie die benannt sind. Da habe ich nämlich gleich noch eine Draufsicht, eine Map-Draufsicht, als würdet ihr das Touchpad auf der PlayStation zum Beispiel drücken, beziehungsweise auf dem Controller. Mega interessant. An der Stelle sehen wir das allererste Mal das Fahrzeug. Denn wer es nicht weiß, Fahrzeuge kommen jetzt zum Einsatz, mit dem wir uns fortbewegen können. Ich weiß zwar nicht mehr, wie es heißt, aber hier sehen wir es auf jeden Fall im Trailer schon mal ganz gut in Einsatz. So, weiter im Text. Wir gehen jetzt erstmal auf die Fähigkeiten von Horizon. Die sehen wir nämlich hier auch. Da spulen wir mal ein bisschen hin. Hier haben wir jetzt gleich die erste Fähigkeit. Das dürfte die taktische Fähigkeit, ihr Gravity Lift sein. Erinnert euch, aktuell können wir bis kurz vor Start von Season 7 die Gravity Lifts auf dem World's Edge und auf dem King's Canyon noch aktivieren, wenn wir die Herausforderung rundherum erledigt haben, und können natürlich uns selber in die Luft katapultieren oder eben die Gegner, wie jetzt hier im Trailer. Zack. Und dann kann man die schön aus der Luft holen. Ich glaube, es ist zwar in der Praxis sehr, sehr schwierig, aber es ist einfach eine geile Fähigkeit. So, jetzt kommen wir zur Ulti-Fähigkeit von Horizon. Das ist das schwarze Loch. Und hier bin ich sehr, sehr gespannt, wie sich das in der Praxis spielen lässt. Denn ich könnte mir vorstellen, dass das sich noch ekliger anfühlt, wenn man eine Horizon als Gegner hat, als wäre es eine Caustic-Falle von Caustic halt. Nicht die Caustic-Falle, sondern die Caustic-Ulti. Das Ding ist, hier in diesem gesamten Wirkungsbereich bekommst du Schaden. Wie doll der ist, ob du vielleicht als Gegner komplett in dieses schwarze Loch hineingezogen wirst. Sehr, sehr schwer rauszusehen. Ich finde es auf jeden Fall witzig, dass der Pathfinder hier noch eine Granate mit hinterher schmeißt. Du siehst auf jeden Fall hier die Gegner fliegen, aber du siehst halt nicht so richtig, was passiert mit den Gegnern. Werden die reingezogen oder nicht? Und da sind sie auch schon weg. Ich versuche das jetzt hier nochmal. Hier sieht man sie noch, wie sie da sind. Zack. Und dann sind sie weg. Also scheinbar wirst du als Gegner, wenn du zu nah dran bist, in dieses schwarze Loch gezogen. Ich könnte mir vorstellen, das ist nur eine Theorie, dass du vielleicht irgendwo wurmlochartig dann irgendwo anders auf der Map wieder zum Vorschein kommst oder liegst einfach auf dem Boden. Das wird wahrscheinlich das Wahrscheinlichste sein. Aber man sieht halt hier keine Gegner irgendwo. Deswegen könnte es tatsächlich sein, dass man sich irgendwo anders auf der Map wiederfindet. Das wäre natürlich wirklich eine witzige Geschichte. Stark. So. Ich bin auf eure Kommentare erstmal auf jeden Fall mega, mega gespannt, ob das jetzt Olympus ist, wie ihr die Map findet. Erstmal als Ersteindruck, auch wenn wir sie selber noch nicht spielen konnten. Oder was ihr zu Horizon sagt. Ich könnte mir vorstellen, Horizon könnte eine richtig gute Legende werden. Wir werden es dann in der Praxis sehen. In den nächsten Tagen kommt übrigens auch der Gameplay-Trailer. Den werde ich versuchen natürlich auch wieder zu streamen. Auf YouTube. Jetzt möchte ich euch mal ein paar Bilder zeigen. Zuerst einmal so eine kleine Seitenansicht. Die ist schon auf Twitter aufgetaucht. Hier sehen wir auch, dass im Hintergrund 5 Jump Tower auf jeden Fall zu sehen sind. Also wir können uns weiterhin mit Jump Towern fortbewegen im Flug. Wir haben die Fahrzeuge und jetzt kommen wir zu Pathfinder. Er wird wohl die erste Town-Takeover-Legende sein, die es im Spiel gibt, in Season 7 geben wird. Es gibt so eine Art Pathfinder Stadium und das wird wohl aller Voraussicht nach ein Town-Takeover-Event rund um Pathfinder sein. Hier haben wir auf jeden Fall so ein Schwarz-Weiß-Bild, wie so eine Art Stadion, und da sehen wir auch die ganzen Banner von Pathfinder. Dann gibt es hier noch ein zweites Bild, habe ich im Livestream vorhin auch gezeigt. Dieses kleine schwebende Teil oben neben dem Kran, so eine Art Hologramm-Schwebewerbetafel, steht auch Pathfinder drauf. Deswegen kann man eigentlich nur davon ausgehen,
dass Pathfinder im Mittelpunkt des ersten Town-Takeover-Events sein wird. Entweder ganz am Anfang, das könnte ich mir nämlich eher vorstellen, dass es schon ein Town-Takeover-Event ganz am Anfang gibt. Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass nach 3-4 Wochen das Event kommt und dann an der Map schon was verändert wird. Wir erinnern uns, ein Town-Takeover-Event ist immer ein Event, wo sich irgendein Spot verändert. Werden wir sehen. So, und jetzt habe ich als allerletztes noch die Map von oben, als würden wir uns mitten im Game die Map ansehen. Ist leider nur schwarz-weiß. Hier sieht man die ganzen Bezeichnungen der einzelnen Spots. Werde ich jetzt nicht alles vorlesen. Ist auf jeden Fall sehr, sehr interessant. Sieht zwar nicht mega groß aus, aber ich denke, die Fortbewegungsmittel könnten uns auf jeden Fall das Leben deutlich, deutlich leichter machen. Ich bin natürlich auch auf eure Meinung gespannt, was ihr zu den Fortbewegungsmitteln sagt. Ich bin da ehrlich gesagt von Anfang an, seitdem es Apex gibt, kein Freund von, wenn es immer mal hieß, was würdest du davon halten, wenn es Fortbewegungsmittel, Motorräder, Autos, keine Ahnung, weiß der Geier, irgendwas geben wird. Finde ich nicht geil. Mal gucken, wie es auf Olympus sein wird. Es ist auf jeden Fall Fakt. Ich gehe nicht davon aus, dass wir auf Kings Canyon oder auf dem Mod's Edge Fortbewegungsmittel bekommen werden, sondern nur Olympus exklusiv. Das soll es von dem Video jetzt gewesen sein. Ich hoffe, ihr lasst dem Video wie immer einen Daumen nach oben da, ein Abo, wenn ihr neu seid, wenn ihr rund um Apex Legends nichts verpassen wollt. Den nächsten Livestream gibt es am Donnerstag, sprich morgen, wenn ihr tagesaktuell zum Mittwoch das Video seht, auf Twitch wieder ganz normal. Und wenn in den nächsten Tagen der Gameplay-Trailer, der steht nämlich auch noch an, der Battle Pass-Trailer kommt aber meistens so 2, 3, 4 Stunden bevor die eigentliche Season dann beginnt, raus. Aber der Gameplay-Trailer ist eigentlich das, was am interessantesten ist und das, was wir am meisten sehen wollen. In der Hoffnung, dass wir vielleicht eine neue Waffe entdecken oder vielleicht kommt die 99 zurück. Vielleicht auch die Peacekeeper als Floorwaffe. Weiß der Geier. Ich werde euch auf jeden Fall in meinem Community-Tab auf dem Laufenden halten. Das war's jetzt von mir. Ich wünsche euch was. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao.